Martin Morgen. Jeden Morgen fragst du, was mit dir ist. Martin Morgen. Weil Tag für Tag du ein anderer bist. Mal bist du ein Drache, grün und grell. Sensationell! Eine Hexe oder auch ein Höhlenmensch mit Fell. Romo ist der Freund, er schätzt dich sehr. Das ist doch nicht schwer. Roxana sicher noch. Nur mir passieren. Martin, mein Schatz, bist du wach? Frühstück ist fertig. Oder? Oh. Oh, oh. Du bist doch nicht etwa heiser. Hast du dich wieder erkältet? Ich heute sein ein Urmensch? Oh je, Martin sieht nicht nur aus wie ein Urmensch, er ist auch so wie ein echter Urmensch. Am besten, ich kaufe ihm noch eine Lammkeule fürs Mittagessen. Wow. Cool, ein Urmensch. Oh. Du, Freund Gromo. Ja, genau der. Du gibst einen tollen Höhlenmenschen ab. Hey, wir könnten dann ja heute Nachmittag Urmensch im Dschungel spielen. Warum sagen du das? Hast du's vergessen? Wir machen heute einen Schulausflug in einen richtigen großen Wildtierpark, in dem echte Raubtiere frei rumlaufen. Oh. Das wird sicher irre. Da du sicher recht. Oh, das wird bestimmt. Hallo Claire! Hallo Conny! Ich bin aufgeregt. Ja. Was für Tiere wir sind. Ich liebe Tiere. Ich freue mich schon so. Ja, ich auch. Hey Martin, was tust du da? Ach, reg dich ab, Romeo. Das ist nur seine Art, heute Hallo zu sagen. Okay. Der Typ soll sich einen anderen vom Hallo sagen suchen. So, oder? Hey Roxana. Hallo Naomi. Halt, wo willst du hin, Martin? Martin will Roxana nicht sehen. So ein Unsinn, es wird ihr gefallen. Wahnsinn, seht doch mal, wie cool Martin heute ist. Ja, wirklich irre, Martin. Total natürlich. Du, freundlich. Okay. Kinder, ich bitte um Ruhe, ja? Wie ihr euch erinnert, wolltet ihr heute in den Wildtierpark fahren. Ja! Frau Honig kann leider nicht mitkommen, deshalb wird Fräulein Blume euch dorthin begleiten. Außerdem wird unser allseits beliebter Sportlehrer Herr Potts mit von der Partie sein. Muss das sein? Na schön, Kinder, und jetzt alle in den Bus. Und ich möchte absolut keinen Mucks hören. Ah, Martin Morgen macht sich mal wieder total zum Affen. Ach, das finden Sie etwa noch witzig, Herr Potts. Ich frage mich, wer hier wirklich der Primat ist. Hallo, ich bin Herr Klamm, aber meine Freunde nennen mich alle nur Luis. Hallo, Luis. Na los, Luis, Abfahrt, drück auf die Tube. Ja, ja, ich bin ja schon so aufgeregt. Drück auf die Tube, auf die Tube, auf die Tube. Los, drückt auf Tube, drückt Martin Busfo. Wow, hört euch das an. Er klingt wie ein Pavian, der zum ersten Mal Karaoke macht, Leute. Roxana, kann ich vielleicht ein paar Erdnüsse bekommen? Geht leider nicht, ist nur für gute Freunde. Hier, Martin. Roxana, nett sein. Busfahrer, los, drück auf die Tube, auf die Tube, auf die Tube. Busfahrer, los, drück auf die Tube, auf die Tube.
Bitte schön, viel Spaß. Alle mal herhören. Regel Nummer 1, ihr dürft nicht den Bus verlassen. Regel Nummer 2, ihr dürft nicht die Tiere füttern oder sie erschrecken. Ist das klar, Kinder? Ja, gefallen! Die Gazellen da draußen kommen ursprünglich aus Afrika. Sie leben in der Steppe und ihre größten Feinde sind Löwen, Leoparden und Geparde. So ein Mist, die sind zu weit weg. Ich würde sie so gern aus der Nähe sehen. Martin, spinnst du? Komm zurück. Gromo, was geht hier vor? Wo ist Martin? Er ist da draußen. Regel Nummer 3. Martin bleibt hinten im Bus wie ein braver Höhlenmensch. Und ihr auch. Und jetzt aufgepasst. Nun werden wir die Tiere sehen, auf die ihr alle gewartet habt. Ihr müsst aber ganz ruhig bleiben, denn hier sind die gefräßigen Tiger. Jetzt verschwinde endlich. Ich kann nichts sehen. Weg da, weg da. Nicht doch. Mama, wo wollen Sie hin? Hilfe. Luis, aber nicht da rein. Sie werden doch nicht. Oh, na toll. Klasse hingekriegt, Luis. Oh. Hat sich jemand von euch verletzt? Oh, mir geht's prima. Ja, uns geht's gut. Gut, dann setzt euch wieder hin und verhaltet euch ruhig. Okay, keine Panik. Ich werde die Sache in die Hand nehmen. Setzt euch wieder hin und verhaltet euch ruhig. Ich will nach Hause. Luis, wie groß ist der Schaden? Naja, der Bus ist vorn total demoliert und kann hier nicht repariert werden. Na schön, nur keine Panik. Wer hat ein Handy mit? Ich hab eins, aber leider ist hier ein Funkloch. Na und keine Panik. Wir sind ja nur im Dschungel verunglückt, von Raubtieren umgeben und ohne Aussicht auf Rettung. Was machen wir denn jetzt? Gut, Kinder, keine Angst. Euch kann nichts passieren, solange ihr schön im Bus bleibt. Das stimmt. Fräulein Blume hat recht. Löwen fressen doch keine Busse, oder? Jedenfalls muss ein starker Erwachsener losgehen, um Hilfe zu holen. Sie meinen, jemand soll den Bus verlassen und durch den Park gehen, in dem überall Tiger lauern? Wollen Sie die Sache jetzt immer noch in die Hand nehmen? Aber sicher will ich das. Hier muss ein echter Mann ran. Egal, wie furchterregend oder gefährlich es da draußen ist. Fräulein Blume, ich muss mal... Muss unbedingt rausgehen. Ich weiß, Martin. Ich will auch raus. Wir müssen uns gedulden, Kinder. Ich bin sicher, dass Herr Protz bald mit Hilfe zurück sein wird. Sehen Sie mal, irgendwas ist mit Herrn Protz? Oh nein, wir müssen ihm helfen. Ich weiß auch wie. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass Martin heute ein echtes Dschungelkind ist? Irk muss schnell raus. Er hat die Instinkte eines Urmenschen. Wenn wir ihm einfach folgen, dann kann uns nichts passieren. Lieb von dir, aber das Risiko kann ich nicht eingehen. Sind Sie sicher, dass Sie auf die Kinder aufpassen können? Kein Problem, Fräulein Blume. Luis hat ja alles im Griff. Ich habe geschrien, um die Tiger zu verjagen. Ja, das ist ein bekannter Trick, den die Bantus in Indien immer anwenden. Also ich dachte, die Bantus würden in Afrika leben. Martin, was soll das? Rieche ich etwa? Gefahr, alles mir folgen. Halt! Wartet auf mich! Martin, Gromo, alles in Ordnung? Zeichen gar nicht gut.
Keine Angst, Kinder. Auch wenn mein Bus demoliert ist, er wird uns beschützen. Ich bin ungenießbar, ich bin ungenießbar, ich bin ungenießbar. Martin weiß, wie uns retten. Er braucht dafür ganz heiß. Was meinst du mit, du brauchst dafür ganz heiß? Feuer, er meint damit Feuer. Hört mal, Kinder, hat einer von euch zufällig Streichhölzer oder ein Feuerzeug mit? Brauchen einen Köder, großen Köder mit flinken Füßen. Kommt gar nicht in Frage, nein. Ich bin nicht essbar, nein, nein, ich schmecke nicht lecker, ganz im Gegenteil. Ich bin nicht essbar, ich bin nicht zart genug. Ihr könnt es mir glauben, dass ich ungenießbar bin. Ja. Fresst euch woanders satt. Weg, weg. Martin, weg. Die haben tierischen Hunger. Super, ja. Du bist lecker. Toll, Martin. Wir haben hier Rauch aufsteigen sehen. Ist euch irgendwas passiert? Kinder, wir sind gerettet. Yay. Juhu. Auf Wiedersehen, Martin. Wie kann ich dir jemals klarmachen, was ich gerade empfinde? Vielleicht sagen sie einfach nur Danke. Gute Idee. Danke. Bis dann. Ich bin wirklich echt stolz auf dich, du mutiger Urmensch. Muss ich Grummo beipflichten. Du nicht nur mutig, du auch echt süß. Martin Morgan, meine Heimat kennt mein Vampir. Martin Morgan, es gibt immer viel Spaß mit dir. Martin Morgan, wir sind gespannt, wer du heute bist. Martin Morgan, du zeigst uns, wo die Action ist. Jeden Morgen das Gleiche.